Eines der schnellsten Fische des Meeres und zugleich eines der teuersten. Willkommen zu Raschas Tierlexikon und heute reden wir über Thunfische. 80 Kilometer pro Stunde. Das sind die Höchstgeschwindigkeiten, die diese kräftigen Fische erreichen können. Wenn man dazu noch die Größe eines Thunfisches beachtet, ist das mehr als nur beeindruckend. Die größten Thuns, nämlich der Blauflossen und der Rote Thun, können bis zu 5 Meter lang werden und ein Gewicht von 600 Kilogramm erreichen. Allerdings wurde das letzte Jahrzehnt der weltweite Thunfischbestand komplett dezimiert. Bis zu 90% der Populationen sind dank der kommerziellen Fischerei verschwunden. Dabei werden große Blauflossentune für Hunderttausende US-Dollar verkauft. Aber leider kostet so ein Thunfisch wesentlich mehr als das. Die Fangmethoden, mit denen Thuns gefangen werden, resultieren in einem Übermaß an Beifang. Haie, Delfine, Meeresschildkröten und jede Menge andere Tiere, die nicht das Ziel der Fischer sind, sterben sinnlos. Und jetzt frage ich euch, seid ihr trotz all dem bereit, die Dose Thunfisch zu kaufen?